Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Dass das eine differenzierte Debatte werden muss, darüber müssen wir uns schon im Klaren sein. Deswegen will ich, bevor ich gleich nett werde und versuche, den Konsens hinzukriegen, zwei, drei Bemerkungen machen zur Rede von Frau Reimann und von Frau Dörner. Liebe Frau Reimann, wir haben hier ein Problem und eine Schieflage. Darüber debattieren wir auch. Ich finde es nur unangemessen, den deutschen Unternehmer als zigarrenrauchenden Mann zu bezeichnen, der grundsätzlich Frauen diffamiert. Sie wissen und müssen viel besser wissen als ich, dass gerade viele deutsche Unternehmer hier voranmarschieren, auch in der Frage der Gleichstellung voranmarschieren mit Blick auf die Entgeltgleichheit. Und liebe Frau Dörner, wenn wir denn darüber diskutieren, müssen wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, schauen, wo sind Probleme, wo ist die Schieflage. Dass Sie jetzt das Verbandsklagerecht ins Spiel bringen, das finde ich eine hochinteressante politische Forderung. Und ich kann nur sagen, dann würden Sie wirklich das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das sage ich mal als Hamburger, der viel erlebt hat mit Verbandsklagerechten. Das, glaube ich, wäre der völlig falsche Weg. Den werden wir auch ablehnen, selbstverständlich. Trotzdem will ich den gesellschaftlichen Konsens, den die Ministerin angesprochen hat, gerne aufgreifen. Gerade in diesen Zeiten, wo in anderen Ländern gar nicht mal so weit von Deutschland entfernt momentan Gesetze wieder rückgängig gemacht werden, die die Rechte von Frauen einschränken oder sogar den Schutz von Frauen einschränken. Sie wissen, was ich meine. In einem Land, wo alle 40 Minuten eine Frau umgebracht wird, weil der Mann sie schlägt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwei, drei grundsätzliche Dinge klarstellen. Erstens, und das finde ich eigentlich die beste Erklärung dafür. Ich bin Vater, ich habe einen Sohn, andere haben eine Tochter. Es gibt auch welche, die haben Tochter und Sohn. Kein Mensch würde auf die Idee kommt, dass ein Vater oder eine Mutter sagen würde, beim Taschengeld am Samstag um 10 Uhr, der Sohn kriegt 1 Euro und die Tochter kriegt 90 Cent. Das kann einer gerne mal machen. Über den Familienfrieden möchte ich in den nächsten Tagen nicht drüber nachdenken. Mütter und Väter wollen, dass Töchter und Söhne für die gleiche Arbeit auch das gleiche Einkommen bekommen. Zweiter Punkt. Na, 1 Euro für einen Sechsjährigen ist doch schon ambitioniert, oder? Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, dann Artikel 3 des Grundgesetzes sollte man häufiger wiederholen, weil er uns Orientierung und Maßstab dient. Und in diesem Zusammenhang übrigens noch mal der Dank auch an die vier Frauen, die damals dafür gesorgt haben, dass auch dieser Satz ins Grundgesetz kommt. Elisabeth Selbert, Helene Weber, Helene Wessel und Frieda Nading, das sind diejenigen, die dafür gesorgt haben. Und dann, Frau Dörner, scheinen Sie auch eins zu verwechseln. Sie können sich gerne mal, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, mit der Sozialethik der Christdemokraten beschäftigen. Ich rate das an. Es ist für uns unter sozialethischen Gesichtspunkten eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen und Männer bei gleicher Arbeit auch gleich bezahlt werden. Das steht bei uns im Grundsatz als christliche Partei. Das ist christlicher Gedankengut. Nun muss man aber auch eins sagen. Da, wo es gleiche Arbeit gibt, muss gleich bezahlt werden. Aber da, wo ungleiche Arbeit verrichtet wird, da kann auch die Entlohnung und muss sogar die Entlohnung möglicherweise abweichen. Was wir wollen, ist die Gerechtigkeit. Was wir nicht wollen, ist die von oben beschriebene Gleichheit. Insoweit differenzieren wir uns schon ganz deutlich von gewissen Ansätzen, auch in der sozialethischen Grundannahme. Weil wir haben auch immer gesagt, wir wollen, wenn die Menschen mit ihren Händen den ganzen Tag arbeiten, sollen sie davon leben. Aber die, die etwas mehr arbeiten, müssen auch etwas mehr davon haben. Und deswegen muss es auch einen Unterschied geben, sicherlich bei der Frage der Entlohnung. Noch einmal, für die gleiche Arbeit selbstverständlich den gleichen Lohn. Das ist selbstverständlich. Also dritter Punkt, um diesen Konsens herzustellen. Verfassungsrechtlich haben wir es klar definiert, wir haben es sozialethisch definiert, aber auch gesellschaftspolitisch. Ja, vor noch 30, 40, vielleicht sogar noch vor 20 Jahren mussten viele Frauen für die Gleichstellung noch kämpfen. Das Thema wurde nach vorne gebracht von vielen Frauen und sie wurden teilweise belächelt, despektierlich betitelt und ihre Vorschläge nicht ernst genommen. Wir wissen heute, für über 77% der Menschen in Deutschland ist das Thema Gleichstellung ein wichtiges Thema. Das heißt, nicht nur verfassungsrechtlich, sozialethisch, sondern auch gesellschaftspolitisch müssen wir und gehen wir dieses Thema auch in der Koalition an mit diesem Gesetz. Eine gute Entwicklung in Deutschland, könnte man sagen. Ich habe darauf verwiesen, dass in anderen Regionen dieser Welt mittlerweile es wieder Rückschritte gibt. Umso wichtiger ist es, dass wir auch zu dieser Entwicklung stehen. Und richtig ist das, was die Ministerin angesprochen hat. Viele, viele Frauen sind heutzutage gut ausgebildet, voller Tatendrang, und bringen sich ein in Gesellschaft und auch in Arbeit. Sie nutzen ihre Chancen und sie müssen diese Chancen auch haben, und zwar gerecht haben, selbstverständlich. Deswegen ist es so, dass wir sagen, da, wo es diese Unterschiede noch gibt, die nicht erklärbar sind, müssen sie abgestellt werden. Damit verbunden, und jetzt komme ich zum Thema unserer Lohnlücke oder Gender Pay Gap, muss man aber auch, finde ich, die Diskussion sehr differenziert führen. 21%, 7%, 1,8%, 3%, all die Zahlen habe ich schon gehört.
Es ist mir auf Deutsch gesagt relativ egal. Lohnunterschied ist Lohnunterschied und der muss abgestellt werden bei gleicher Arbeit. Da, glaube ich, sind wir einer Meinung. Trotzdem bitte ich politisch darum, eine saubere Diskussion zu führen. Denn man muss schon gewisse Dinge auch erklären. Die Frage der 21%, das sind ja die Frage, ist das der erklärbare Lohnunterschied oder der nicht erklärbare Lohnunterschied? Und Nadine Schön hat schon deutlich gemacht, dass wir den Fokus haben, diese 7%. Denn es gibt Gründe, warum Löhne voneinander abweichen. Die dürfen nur nicht abweichen bei der gleichen Arbeit. Und trotzdem und deswegen sagen wir auch, wenn wir uns auf diese 7% beziehen, die laut dem Bundesamt, dem Statistischen Bundesamt, die bereinigte Lohnlücke, die nicht erklärbare Lohnlücke ist. Dann gucken wir zum Gesetzentwurf. Und nochmal die drei Kernelemente des Gesetzentwurfs wurden bereits dargestellt. Erstens, für Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern wird ein individueller Auskunftsanspruch eingeführt. Nun kam die Kritik, dass gesagt wurde, ja, aber es muss doch eigentlich sozusagen ab 0 oder ab 1 Mitarbeiter schon eingeführt werden. Ich kann nur anraten, diese schwierige Debatte hochsensibel zu führen und Lösungen zu erarbeiten, die dem Ansinnen, diesem kleinen Schritt gerecht werden, die es aber auch mit sich bringen, dass die deutsche Wirtschaft, auch kleinere und Kleinstunternehmen, das wuppen können. Denn sie brauchen die Unterstützung der Unternehmen in dieser Frage und nicht eine Konflikthaltung, die einen sind für die Frauen und die anderen sind für die Wirtschaft. Das müssen wir verhindern, so wir müssen das beides zusammenbringen. Und deswegen war es, glaube ich, richtig, die Zahl auch zu erhöhen. Und da kann man auch sagen, gerade viele Mittelständler mit wenigen Beschäftigten sind ja gerade mühevoll dabei, die Frauen, den Frauen auch das Gehalt zu zahlen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch hören, wenn hier mit Blick auf die Bürokratie gewisse Bedenken geäußert werden. Das Zweite ist, Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert, betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit durchzuführen, in der Methodik offen. Und der dritte Punkt ist, für Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten wird, soweit diese Lage berichtspflichtig sind, eine Berichtspflicht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit eingeführt. Es gab einen ersten Entwurf tatsächlich im Dezember 2015. Ich sage ganz offen, als wir diesen Entwurf gelesen haben, konnten wir als Union mit diesem Entwurf nicht mitgehen. Weil wir, und das ist unsere Aufgabe, genau diesen mittleren Weg, den Sie ja beschrieben haben, sozusagen zwischen Wirtschaft und zwischen dem, was wir mit Blick auf die Entgeltgleichheit erreichen wollen, weil wir diesen ja auch gehen wollen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass in vielen, vielen Punkten dieser Entwurf aus dem Dezember 2015 noch mal verändert wurde. Und es war wichtig und richtig, dass die Gewerkschaften dabei waren und das BDA dabei war, weil das diejenigen sind, die natürlich die Interessen ihrer jeweiligen Gruppe auch gut repräsentieren. Und deswegen sind die Änderungen, glaube ich, auch sehr klug. Denn es ist nämlich weder Sinn noch Zweck eines solchen Gesetzes, die Arbeitgeber zu überfordern. Wir müssen sie mitnehmen, wir müssen Dinge verändern, aber wir sollten sie nicht überfordern und an möglicherweise zu hohen Hürden scheitern lassen. Und darauf werden wir als Union auch achten. Angesprochen wurde bereits der Auskunftsanspruch mit den Entgeltbestandpunkten. Darüber wird man diskutieren. Es ist jetzt geändert worden, nicht mehr alle Entgeltbestandteile fließen mit ein, sondern nur noch zwei. Sicherlich, und jetzt komme ich zu dem Satz mit dem Unfrieden von Herrn Christian von Stetten. Was er doch meint, ist doch mal überlegenswert. Es ist doch so, was bauen Sie mit ein bei der Betrachtung der Entgeltgleichheit? Nur das Grundeinkommen oder gibt es weitere Maßnahmen? Und ich finde es schon auch richtig, und das sollte man nicht so diffamiert darstellen, wie es hier passiert ist, dass man dann auch ernsthaft darüber fragt, wie kann ich auch dafür sorgen, und das ist doch die erste Pflicht, dass wir weiterhin in Unternehmen auch Frieden haben. Denn das ist doch die Basis auch des Wohlstandes und auch der Erfolge der deutschen Unternehmen. Also, wenn man vergleicht den ursprünglichen Gesetzentwurf, dann haben wir Bürokratieaufwand und Belastung für die betroffenen Betriebe auf ein annehmbares Maß reduziert. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren weiter darauf achten, wo kann man mit Blick auf Bürokratie die Dinge weiter verändern. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende ein Gesetzespaket bekommen, das im Sinne der Frauen ist und im Sinne der deutschen Wirtschaft ist. Und auch noch einmal, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir mit diesem einen kleinen Schritt nur gehen. Entscheidend sind doch für andere Bereiche das Thema Rückkehrrecht, zum Beispiel nach Teilzeit. Angesprochen wurde der ganze Kita-Ausbau. All diese Maßnahmen der vergangenen Jahre haben noch dafür gesorgt, dass sich die Situation auch insbesondere für Frauen ändert. Wir haben aber auch erlebt und erleben zum Beispiel in Schweden, wo es ganz andere gesetzliche Maßnahmen gibt, dass die bereinigte Lücke bei 6% liegt, bei uns bei 7%. Deshalb, glaube ich, sollte man das als Gesamtpaket sehen. Das heißt, das Thema Gleichstellung im Arbeitsleben ist ein Gesamtpaket. Und viele einzelne Maßnahmen von der Situation derjenigen, die im Pflegebereich arbeiten, wo wir dringenden Bedarf haben, dass sich die finanzielle Situation derer auch verbessert, ist ein Punkt. Ich fand übrigens das immer interessant bei der Diskussion über die Frage Frauen in Führungspositionen.
Da haben wir ja auch ein gutes Gesetz hinbekommen. Fand ich es eigentlich immer viel wichtiger, dass diejenigen, die wenig und ein geringes Einkommen haben, dass man da dafür sorgt, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Deswegen ist der Gesetzentwurf richtig. Er ist auch eine Chance, eine gesellschaftliche Chance, dieses als Signal zu begreifen. Denn dieses Entgelttransparenzgesetz wird dann ein weiterer Schritt sein, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Erwerbswelt voranzutreiben. Und denken Sie immer dran, Väter und Mütter wollen, dass Söhne und Töchter für gleiche Arbeit auch das gleiche Einkommen bekommen. Und daran werden wir weiter arbeiten. Vielen Dank. Und das gleiche Taschengeld. Vielen herzlichen Dank, August Weidenberg. Nächste Rednerin, Beate Müller-Gemmecke für Bündnis 90 Die Grünen.